Seite Stoffel hier. Und willkommen zurück zu meinen Heldenwerken durchgespielt. Wobei wir das durchgespielt ja jetzt streichen. Stattdessen spiele ich nur noch Heldenwerke, auf die ich wirklich Lust habe. Und ihr merkt auch schon, normalerweise sind meine Heldenwerke eher digital, dass ihr irgendwie Bilder seht und so weiter und ihr uns über Discord quatschen hört. Das ist heute anders. Ich sitze hier auf der RadCon in Limburg und gestern ging das DSA 1 Let's Play von Ulysses und Orkenspalter TV zu Ende. Die Geschichte um Nubor den Abenteurer. Und ja, in schöner Traditionsmanier, also um das alles zu würdigen, setzen wir es mit einem ganz speziellen Heldenwerk fort. Nämlich dem DSA 1 Heldenwerk, dem einzigen Heldenwerk mit der DSA 1 Lizenz. Nämlich Rückkehr in den Wald ohne Wiederkehr. Ich glaube, der Name sollte euch noch was sagen. Und ich habe dafür hier drei tapfere Helden. Die haben gestern wurden zum Teil die Helden schon erstellt. Schöne Grüße gehen raus an die Alrix, die für die beiden hier die Helden erstellt haben. Die leider heute jetzt nicht selber spielen können. Du hast deinen Helden selber erstellt. Ihr dürft euch jetzt auch gleich nochmal vorstellen und euch gleich noch euren Helden vorstellen. Ja, und dann können wir eigentlich loslegen und aufbrechen in den Wald ohne Wiederkehr. Nur eine Sache hätte ich vorher noch. Und zwar, ich habe hier von der CCXP mit nach Hause genommen drei Exemplare vom Das Vermächtnis des Nubor. Die habe ich so, drei Exemplare, weil ich einfach richtig gut bin und die nicht einfach bei der CCXP gratis auslagen, weil die CCXP nicht verstanden hat, dass es kein gratis Material ist. Ja, ich habe es mal gerettet und Ulysses wollte eigentlich das als Gewinnspiel der Con überlassen. Und ich habe mir gedacht, dann mach mal über Umwege das auch, den Vorschlag auch zu Ende. Und zwar mache ich jetzt in der Infocard die Namen unserer drei Helden hier. Und ihr stimmt einfach mal ab, wer euer Lieblingsheld ist. Ihr schreibt es dann auch in die Kommentare. Und alle, die am Ende der Woche, wenn ich dieses Video hochschalte, genau nach einer Woche, um, sagen wir mal, wir spielen jetzt gerade hier um 18 Uhr. Um 18 Uhr, nach genau einer Woche beim Hochladen dieses Videos, der Stand, der Held, der am meisten Votes hat, alle, die dessen Namen in die Kommentare geschrieben haben, kommen in einen Lostopf. Ich lose live aus, oder ich mache zumindest ein Video, wie ausgelost wird, wer gezogen wird. Und die drei, die gezogen werden, bekommen dann je ein Exemplar vom Vermächtnis des Nubor. Momentchen mal, ihr könnt es doch eigentlich auch einfach kaufen. Ja, könnt ihr nicht, denn ich habe mir gedacht, ja klar, könnt ihr das einfach kaufen. Und deswegen habe ich es ein bisschen gepimpt. Hier sind Autogramme von Mayri Stritter und Nico, also den beiden Orkenspalter-TV-Lern, die das geschrieben haben. Und ich hoffe, ihr habt doch viel Spaß damit, wenn ihr es gewinnt und wünsche euch allen viel Glück. Und ich hoffe, genauso wie ihr die Helden vom DSA 1 Let's Play von Orkenspalter gut gefunden habt, findet ihr unsere gut. Aber jetzt erstmal darf der Ralf mal anfangen und zeigen, was er so für einen Helden hat. In die Kamera halten. Er muss nicht in die Kamera halten, kannst aber in die Mikro reden. Ja, dann rede ich mal in die Mikro. Ich habe in die Mikro ist er da. Ich habe den Zwergen der Gruppe, den toten Zwergen Tom Brox. Tom Brox, Sohn des Tom Brox. Genau, in der Zwergensippe war die Familie, die Kreativität nicht so ausgeprägt. Der Vater von Tom Brox war Tom Brex. Ja. Wir haben uns damals ein wenig durch die Buchstaben durchgearbeitet, aber nichtsdestotrotz das Wurfbeil ist unserer Familie treu geblieben. Ja, ich habe gehört, du bist ein bisschen gaunerisch unterwegs, also recht flink als Zwerg und recht geschickt.
ich gaunere nicht, die Gegenstände finden zufällig den Platz in meiner Tasche. Von daher ist es eigentlich mehr so eine unfreiwillige Umverteilung. Dann geht's hier weiter. Ich bin Lukas und ich spiele heute Tanion Finkenfarn, den Fernkämpfer Elf Legolas-Style. Noch nicht ganz so gut, wahrscheinlich, aber er strengt sich an. Ja, und ich bin Markus, ich spiele Albin Rickerson, den Bibliothekar, der sehr stark ist, sehr reich ist, aber sonst nichts kann. Ja, und nochmal zur Erinnerung, wir spielen DSA 1 und dementsprechend könnt ihr euch denken, was jetzt als erstes kommt. ihr habt einen sehr stotterigen Leser als Meister und deswegen... Wer kann denn von euch gut lesen? Vom Gewehr. Okay, aber laut und ins Mikro. Und mit Zwergenstimmen. Hier, Hintergrund für das Spiel. Hier. Hör mal los. Unzählige Abenteurer hatten sich nach dem Aufruf gemeldet. Alle wollten für den unglaublich reichen Kaufmann Störrebrand und das Wagnis einer gefährlichen Expedition auf der Suche nach einem verschollenen Artefakt auf sich nehmen. Unter all den Flügelhelmen bewährten, waffenstrotzenden, zaubermächtigen, trinkfesten und überaus gut aussehenden Helden fiel die Wahl eures Auftraggebers auf euch. Eure Aufgabe hat euch in die streitenden Königreiche geführt. In einem alten und längst vergessenen Heiligtum eines bis heute unbekannten Volkes soll hier die Maske des Mondes verborgen liegen. Ein magisches Artefakt von unvorstellbarer Macht. Auf eurer Reise habt ihr herausgefunden, dass das Heiligtum wohl einst einer Mondgöttin geweiht war, die von einem geheimnisvollen Volk, das heute nur noch unter dem Namen die Alten bekannt ist, verehrt wurde. Wie es euch gelingt, die Maske zu erringen, dann sollt ihr das Kleinod in die große Handels- und Hafenstadt Festung in der Küste des Bornlandes bringen. Und sie dort zwei Männern im Dienste Störrebrands namens Wulf und Gart übergeben. Diese erledigen für den Kaufherrn allerlei Aufgaben und entsenden in seinem Auftrag oftmals Helden in die entferntesten Winkel Aventuriens. Wenn ihr die Maske übergebt, soll an jeder von euch 100 blinkende Silberstücke erhalten. Da musstet ihr nicht lange überlegen. Ihr habt eure 7 Sachen zusammengepackt. Jeder von euch erhielt außerdem ein Ausrüstungspaket, bestehend aus einem Lederrucksack, einem Schlafsack und einer Wolldecke. Ausreichend Proviant für die Reise, wahlweise 3 Pechfackeln oder eine Lampe mit Öl, Feuerstein und Stahl, einem Strick, 10 Meter lang, Essbesteck. Wie war der Anfang? Könnt ihr euch gleich nochmal rausschreiben. Ja, ich bin's genau. Zudem erhielt jeder von euch noch ein Schwert oder einen Knüppel. Einer von euch bekam von Störrebrand eine Karte ausgehändigt, die euch den Weg weisen soll. Ihr habt ja alle schon Waffen euch ausgeliehen, von daher. Ich könnte aber noch ein Schwert gebrauchen. Können wir ja noch tauschen. Und ein anderer das sogenannte Marder-Amulett aus einer unbekannten Metalllegierung, welches Gerüchten zufolge der Schlüssel zur Maske des Mondes sein soll. Mada gilt als Tochter der Esinde, der Göttin des Wissens, der Kunst und der Zauberei. Der Legende nach soll sie den Sterblichen die Zauberei gebracht haben, wofür der Sonnengott und Götterfürst Praios sie an den Nachthimmel bannte, wo sie auch noch heute Nacht für Nacht als Mada-Mal zu sehen ist. Victoria den Mond nennen. Bestens ausgerüstet habt ihr euch auf den Weg gemacht. Der Tempel der Alten soll irgendwo im Wald ohne Wiederkehr liegen, über den ihr schon zahlreiche schaurige Geschichten gehört habt. Angeblich soll dort Morgul, der Magier der Nacht, sein Unwesen getrieben haben, bis einige Abenteurer ihm das Handwerk legten. Diese Abenteurer sind namentlich bekannt, und zwar der legendäre Held Nubor der Abenteurer. Die anderen? Leta, die Feige und Rock. Ja. Beste Voraussetzung also.
euch gucken die Sagen und Legenden über den Wald, die meisten, einmal dramatisch umblättern, Einheimische, die fast weglose Wildnis hier nennen und keine Angst einjagen. Doch dann kamen sie aus allen Richtungen. Rotpelze, Goblins! In einer solchen Überzahl stürmten sie auf euch ein, der sie nicht mehr damit gerechnet hattet, überhaupt noch das Licht des nächsten Tages zu erblicken. Hier ist eins. Doch die affenähnlichen Wesen zeigten Gnade. Sie nahmen euch all euren Proviant, eure Waffen, eure Ausrüstung und die Karte. Auch das Amulett haben sie euch nicht gelassen. Es sei ihnen heilig, sagten sie in ihrer gutturalen Sprache. Wie sollt ihr ohne Karte und ohne das Amulett nur jemals das alte Heiligtum finden? Geschweige denn den Weg aus dem Wald hinaus. Nicht umsonst trägt er den Namen des Waldes ohne Wiederkehr. Wie sollt ihr in der Wildnis ohne Waffen, ohne Ausrüstung und Provianten überleben? Verzweifelt und dem Tode nah, wacht ihr auf. Der Morgen ist schon angebrochen, doch das Lagerfeuer knistert noch leise vor sich hin. Der Goblin-Überfall? Nur ein Albtraum! Das Lagerfeuer ist fast heruntergebrannt und glimmt noch ein wenig vor sich hin. Hat es nicht gerade im Gebüsch geraschelt? Goblins! Und sie greifen an! Wir haben keine Waffen. Die Helden werden von... Das war ja nur ein Traum. Das ist jetzt wieder... Sorry. Das ist nicht der Vorlesung. Ja, das ist jetzt... Too much information. So, du darfst dir nur ein Schwert rausschreiben, wenn du es unbedingt willst. Und ich schreie einfach das alte Gebüsch. Ein kurzes Schwert. So viel zum Thema, dem Wurfball ist er treu geblieben. Er hat sich stattdessen jetzt ein Schwert genommen, oder ein Kurzschwert, als Zwergengröße. Ja. Unsere Familie ist dem Wurfball immer treu geblieben. Oh, ein Schwert! Oh, ein Schwert. Es hat zufällig den Besitzer gewechselt. Hey, hattest du nicht vorher einen Wurfball? Was? So, also hier sind... mal kurz die Werte anpassen. 1, 4, 6 plus 2. Das ist immer ein W ist immer ein W6. Achso, dann ändert sich das ja vom Wurf gar nicht so wirklich, oder? Schaden wird immer mit einem W6 gewürfelt. 1 W6 plus 2. Dann und dann den Bonus für Körperkraft auch noch. 2, also 1 W6 plus. Richtung. Ist ja egal, den kann ich wenigstens nicht verlieren. Gut. Soweit ich weiß, läuft die Initiative so gut, oder? Ja. Die Initiative läuft so, wie der Spieler sagt, dass ja, über den Mut. Das heißt, wir würfeln gar nicht, sondern der Mut wäre das dann die Initiative, oder wie? Machen wir mal einfach so, geht schneller. Und die Goblins sind dann alle nach euch. Dann fange ich an. Goblins! Goblins! Ja, Goblins! Ich reife von meinem Bogen und schieße auf den ersten. Es sind übrigens 5 Stück, die aus dem Wald herausbrechen, mit ihren Knüppeln bewaffnet. Ja, meint ihr, die wollen reden? Kannst du mit denen reden? Kannst du die Goblin-Sprache? Nein! Ich schieße. Du würdest auf einen schießen, die sind relativ nah. Ist nicht gut? Ja, doch. Du hast einen Kurzbogen, oder? Ja. Kurzbogen, die sind nah und gehören der Größenkategorie Mittel an. Also hast du eine plus 1. Okay. Also du musst dein dein Geschicklichkeitswert unterwürfeln. Achso, Geschicklichkeit. Mit einem W20, weil hab ich? Für Bärenkopf macht man eine Geschicklichkeitsprobe. Und du musst auf deinen Würfelwurf noch eine 1 raufrechnen. Ist das immer noch drunter? Ist immer noch drunter. Dann hast du getroffen. Du hast geschossen. Ich gehe mal davon aus, zu der Zeit konnten die noch nicht schlussig parieren. Okay. Nee. Also. Der Pfeil fliegt zu schnell.
Ich mache 5 Schaden. Du machst 5 Schaden, okay. Ich glaube, ich nehme ein anderes Papier als das Papier. Das klingt gut. Zu DSA-1-Zeiten hatte man eben anderes Papier als das Papier. Also 5 Schaden waren das. Genau. Ja. Und ich habe nur noch 9 Pfeile. Genau, du musst jetzt eine Kampfrunde warten, um nachzuladen oder eine andere Waffe zu ziehen. So, wir beide haben den gleichen Mut, also die gleiche Initiative. Du hast Astralpunkte, das fällt mir gerade noch ein. Oh. Und du kriegst natürlich noch. Sollen wir, schon, sollen wir währenddessen schon mal angreifen? Ihr könnt währenddessen schon mal angreifen. Hier steht, du Zauber des Elfen darfst du nachher einsetzen. Hier, meinen Dolch. Ist einer von den Goblins nah genug, dass ich mit meinem schweren Dolch angreifen kann? Die sind jetzt alle so auf etwa so zwischen 5 und 6 Meter Entfernung an der Waldlichtung. Also müsste ich auf einen zulaufen, um angreifen zu können. Genau. Das erscheint mir nicht sonderlich klug, wenn ich auf eine Gruppe von Gegnern zulaufe alleine. Ja. Also warte ich lieber, bis die näher kommen. Ja, okay. Ich ziehe mein Kurzschwert, was nie ein Wurfball gewesen ist. Also nie. Der kommt auf die Idee, dass das ein Wurfball war. Um den neuen Wert? Ja. 1, 4, 6 plus 2. Nee, du kriegst für die 13 kriegst du schon den ersten Punkt. Das ist plus 5. Macht ja noch mehr Aua. Ja. Ich zieh mein Kurzschwert. Aua ist wichtig. Ich zieh mein Kurzschwert, was nie im Leben vorher ein Wurfball gewesen ist. Du kommst auf so eine Idee. Meine Familie ist dem Kurzschwert immer treu geblieben. Wie du vorhin sagtest. Ja, eben. Und ich warte natürlich, bis die Gegner rankommen. Wenn die schon laufen, dann sollen sie gefährlich auch noch weiterlaufen. Ja. Also wir beiden gucken die Gegner grimmig an. Sieht bei mir nur cooler aus, weil ich ein richtiges Schwert habe und kein Übergroß. Ja, nur dass das Kurzschwert für dich halt ein Zweihänder ist. Die Proportionen passen besser. Sieht halt einfach cooler aus. So, Goblin Nummer 1, den du den Pfeil reingejagt hast, wird jetzt wütend auf den erstbesten zulaufen. Es sieht gefährlicher aus. Ja, der Zwerg sieht deutlich gefährlicher aus. Und das liegt nicht daran, dass er kleiner ist und eventuell dadurch ein leichteres Ziel darstellt in der Gruppe. Und die hassen einfach nur Bärte. Ja. Und er würde versuchen anzugreifen. Und er würde es schaffen. Du kannst parieren. Oder ausweichen. Oder geht das in dem noch nicht? Ich glaube, das ist das Gleiche dann, oder? Ich habe keinen Ausweichen gesehen. Oh, okay. Es gibt Ausweichen nicht? Okay. Dann versuchen wir das mal. Pariert. Pariert? Immer wenn pariert wird, dann... Wie war das jetzt nochmal mit dem Bruchfaktor? Das muss ich ganz kurz nochmal nachschlagen. Weil der Bruchfaktor ist natürlich das Lustigste im Spiel. Ja. Bruchfaktor. Wenn ein Kämpfer einer Parade gelingt, er also die Waffe des Gegners mit der eigenen abfängt, kann es vorkommen, dass eine der beiden Waffen zerbricht. Nach einer erfolgreichen Parade, parierten Schlag, würfeln beide Kämpfer mit je zwei sechsseitigen Würfen, jeder für die eigene Waffe. Der Bruchfaktor gibt an, bei welcher Augenzahl die Waffe zerbricht. Das Kurzschwert hat einen Bruchfaktor von 2. Der Knüppel des Goblins hat einen Bruchfaktor. Das dürfen wir nicht wissen. Ja, das glaube ich euch auch nicht. Hat er einen Bruchfaktor von 3 nicht? So. Ich habe eine 11. Das sieht gut aus, ja.
genau. Also du musst genau ein Wurffaktor von 6 zerbricht, wenn sein Besitzer 2 bis 6 Augen würfelt. Ein Schwert zerbricht nur dann, wenn sein Besitzer einen 2 würfelt. Okay. Da bin ich mal weit von entfernt. Also muss man unterwürfeln. Ja. Oder gleich. Kannst du mir schnell den Druckfaktor für den schweren Dolch raussuchen? Für den schweren Dolch? Das, was wir später machen müssen. Ja. Der schwere Dolch ist eine 3. Oh, geht schneller kaputt als dein Schwert. Ja, aber das heißt, eure Waffen verkeilen sich kurz ineinander und getrennt euch dann wieder. Goblin Nummer 2 schlägt auch auf dich. Das ist der Bart. Ich sag's euch, das ist der Bart. Ich gehe nach DSA. Ich bin sonst DSA-5-Leiter und von daher Helden sind ja besonders geschickt, können mehrfach pro Runde parieren. Ja, auch sonst ein bisschen. Wäre sonst wenig Helden. Aber erstmal der Goblin. Haut mit der Keule einmal voll daneben. Ja, Goblin Nummer 3 geht auf dich los. Und die haben echt kein Talent. Also, ihr könntet auch. Die würden wahrscheinlich einen Baum alleine. Kennt ihr Stormtrooper? Ja, Goblins. Eine Aventurin. Das ist der Stormtrooper, der Goblin-Stämme. Der nächste Goblin greift auch wieder dich an. Die haben echt ein Talent. Also ein Talent darin, nicht talentiert zu sein. So, der letzte Goblin rennt an euch vorbei und würde dich angreifen, erreicht dich aber erst im nächsten Kampfrunde. Es stehen jetzt 2 Goblins vor jedem Punkt, aber du bist vor uns. Ah, genau. Genau. Ich bin jetzt wieder dran. Einer steht genau vor dir. Der hat zwar seine Waffe erhoben, aber kann nicht rechtzeitig reagieren. Ich würde auf den einen Zauber sprechen. Okay. Und zwar ein Banbaladin, damit er für uns kämpft. Okay. Was kann der Banbaladin genau? Der macht ihn hoffentlich zum Freund. Ja, dann sagen wir den Banbaladin auf. Ja, wie weit? Sauberes Elfen. Dann Baladin. Dein Freund, ich bin. 5 Meter ist der dran, oder? Denk ich mal. Und ich mache einen Charisma-Ruf. Moment. Ich sehe uns gleich schon mit einem Stamm Goblins. Der Gegner rollt 3 6-seitige Würfel und addiert seine Monsterklasse zum Gesamtergebnis. Also. Seine Monsterklasse zum Gesamt. So, das wird ein Diplomatie-Abenteuer. Ja. Wir vereinen die Goblin-Stämme und stürmen den Wald. Den nehmen wir dann gleich zum waldkundigen Auskunft. Ja. Anzahl der 6-seitigen Würfel. Jeder sollte eine Armee Goblin schaffen. Der Magier rollt. Die Anzahl der 6-seitigen Würfel, die der Magier rollen darf, entspricht seiner Stufe plus 1. Der Stufe 5 plus 1, also darf ich 6 Würfel. 6 mal würfeln. Sebastian. Ansonsten? 8. Okay. Achso. 11, 19, 24. Plus meine. Nee, plus 1. 25, okay. Zum Würfelresultat addiert er seinen Charisma-Wert. Ja, also kriegen wir nochmal plus 11. Das ist Charisma, 11, ja. 36, okay. So, erzielt der Magier insgesamt das höhere Resultat als sein Widersacher, ist die Verzauberung gelungen. Ja, okay, der Goblin dreht sich also um. Ja, dreht sich um. Er ist mein bester Freund. Genau. Das wäre eine lustige Hochzeit. Nee, so also tief geht die Freundschaft dann doch nicht. Noch nicht. Kurz zu meinen Notizen als Spielleiter-Tipp.
Also die Goblins hießen bei mir jetzt die ganze Zeit Gobo 1, Gobo 2, Gobo 3 und der heißt jetzt Gobro. Gobro, genau. Gobro, helf mir! Ja, gut. Du hast ihn jetzt verzaubert, der ist jetzt erstmal dein bester Kumpel. Also ich steche zu, und zwar den linken Goblin von mir. Den linken Goblin? Den linken Goblin von mir. Und das hat geklappt. Das hat geklappt. Er versucht zu parieren und schafft es nicht. Ja, mit einem Knüppel kann man auch den Dolch, kann ich einfach so unten drunter durch. Ja. Also du triffst ihn. Für 7 Schaden. Für 7 Schaden. Autsch. Ja. Dann greife ich auch einen der Goblins an. Der am komischsten guckt. Der ist wahrscheinlich der mit dem Pfeil in der Schulter. Ja. Der guckt schon so, als ob er gleich einer drauf will. Und der klappt. Der klappt, der pariert auch nicht. Du darfst gleich 3 Punkte machen. Wie lange gilt das denn? 6. 6. Einmal das Messer ins Hemd. So, wenn man hin. Ja. Dann sind die Goblins wieder dran. Der, den du gerade getroffen hast, wird versuchen, dich mit seiner Keule zu schlagen und es nicht schaffen. Der zweite neben dir würde es auch nicht schaffen. Der nächste versucht bei dir. Der würde es schaffen. Ich reiße meinen Dolch der Keule entgegen, um zu parieren und schaffe es nicht. Du schaffst es nicht zu parieren? Ich bin zu langsam. Also haut er dir ordentlich mit dem Knüppel auf die Ömme und es macht 6 Schaden. 6 Trefferpunkte, Rüstungsschutz abziehen. So, dann wollen wir den da. 2 sind 4 Punkte Schaden. Bleiben 47 Punkte übrig. Der zweite versucht sein Glück bei dir und würde es nicht schaffen. Ein Glück. Du hältst dir wahrscheinlich gerade so den Kopf und er saust dran vorbei. Ah, das gibt Kopfweh. So, das beugst du dich auch nach unten. Und jetzt kommt euer GoBro und haut denjenigen, der dich gerade hauen wollte, von hinten den Knüppel über den Kopf. So muss es sein. Wo kommt der denn auf einmal her? Und er haut ihm auf den Kopf und du siehst richtig, wie der andere Goblin ins Taumeln anfängt. Und du bist wieder dran. Ich bin wieder dran. Ja. Du musstest ja zaubern, also konntest du nicht nachladen. Aber zumindest ist jetzt kein Goblin mehr auf dich konzentriert. Sehr gut. Ich lade jetzt nach. Du nutzt die Zeit zum jetzt nachladen, okay? Ruf noch, ich mache Freunde. Dann bist du wieder dran. Also ich habe irgendwann mal in einem Buch gelesen, ja, dass man, wenn jemand blutet, gerade nochmal nachstechen sollte. Von daher mache ich genau das. Ich versuche den gleichen gerade nochmal anzugreifen. Okay. Und das funktioniert natürlich. Der pariert auch nicht mehr. Für mich auch, der hält sich seine Wunde. Und da haben wir 9 Punkte Schaden. 9 Punkte Schaden. Machen wir die FSK-freundliche Variante oder nicht? Wir sind eigentlich hier alle Erwachsene. Kommt drauf an, Dankeschön. Das sind deine Zuschauer. Ja. Mutest du ihnen die 18 plus Version zu? Er trifft ihn und es fliegen Feldbüschel weg und dann fällt er um. Dann fällt er da einfach um. Dieser Eins hat sich damals an Kinder gerichtet. Okay, ja, dann bleiben wir Kinder. Ja. Er hat ihn zu Tode ratiert. Ja. So. Er legt sich scharf. Ja, was machst du mit deinem Goblin? Der Barbier des Todes. Der eine hat einen Pfeil, der andere hat keinen Pfeil. Ich versuche mal, dem mit dem Pfeil in der Schulter mein Schwert noch mal näher vorzustellen.
Und ich schaffe das auch. Du schaffst das auch? Ja. Der pariert auch nicht. Würde ich aber hoffen. Das sind 7. Das sind 7. Und auch du siehst, wie du triffst ihn so, triffst ihn einmal so am Bauch und er nur kippt da hinten. Die anderen beiden Goblins gucken entsetzt ihre Gefährten an und rennen schreiend in den Wald hinein. Ihr seid alleine auf der Lichtung und der Goblin. Gobo? Ich glaube, er heißt Gobo. Jetzt heißt er das. Er ist unser Freund. Glückwunsch zur Errungenschaft. Ihr habt einen Goblin errungen. Übrigens, 5 Abenteuerpunkte, 5 Abenteuerpunkte. Ich nix? Ja, du bist ein Verzauber. Zählt ein NSC-Goblin zu rekrutieren als besiegt? Ja, 5 Abenteuerpunkte. Ja. 5 Abenteuerpunkte. Gobro, sprichst du unsere Sprache? Ich schlecht eure Sprache sprechen. Schlecht, ganz schlecht. Passt. Kannst du uns den Weg in den Wald ohne Wiederkehr zeigen? Ihr Wald, ihr Sein. Achso, wir sind in dem Wald. Dann sind wir schon mal richtig. Ihr Lager, euer Angreifen. Ja, das haben wir gemerkt. Mir leid tun. Ihr befindet euch auf einer kleinen Lichtung im Wald. In der Mitte ist eben euer Lagerfeuer. Ihr hattet euch, es hat nicht geregnet, deswegen habt ihr keine Zelte aufgeschlagen oder so, sondern nur so eure Schlafsäcke ausgebreitet. Oder Felle oder was auch immer ihr habt. Du wirst wahrscheinlich nichts gehabt haben als Elf. Aber eure Rucksäcke stehen da noch mit eurer Ausrüstung, die auch noch komplett unbeschadet vorhanden ist. Diese Ausrüstung bestand, ich wiederhole es noch einmal, wenn ich es noch finde. Das haben wir uns natürlich vorher aufgeschrieben. Ausrüstungspaket, ein Lederrucksack, ein Schlafsack, eine Wolldecke, ausreichend Proviant für die Reise. Jeweils 3 Pechfackeln, einer Öllampe, genau, oder einer Öllampe mit Öl. Ich nehme die Öllampe. Ich auch. Ich nehme die Fackeln. Feuerstein und Zunder. Ein Seil 10 Meter. Für jeden von uns? Das kann auch nur einer von euch nehmen. Wir können es zusammenbinden, 30 Meter. Nein, also das geht jetzt davon aus, dass für jeden von euch. Okay, das war die Frage. Wir müssen die Sachen nicht unter uns aufteilen. Das Allerwichtigste, Essbesteck. Im Gegensatz zu den Goblins sind sie zumindest, erwecken wir den Anschein, dass wir zivilisiert sind. So, gut. Genau, deswegen wische ich auch meinen Dolch im Gras sauber. Am Fußende eures Schlafsackes sind eben eure Rucksäcke, die noch komplett unbeschadet bestückt sind. Und ja, ihr befindet euch. Der Goblin deutet jetzt Weg weitergehen, da. Das sind doch schon mal 2 Möglichkeiten. Genau, sind wir da nicht hergekommen? Von da, ihr kommt, von da, ich komm. Ah. Also es gibt 2 Wege nach Norden und nach Süden. Ihr könnt bei 26 anfangen. Zwischen 26F
und E einen Weg einzuzeichnen. Weg? Wie ist das hier? Sind zwei lang? Zwei breit oder ein breit? Das ist ein Kästchen. Zwischen 26 F und G. Also einmal über beide Kästchen. Nee, dazwischen, also hier ungefähr. Also hier wahrscheinlich. Da könnt ihr einen Weg einzeichnen und beim nächsten Kästchen gabelt der sich. Also einmal so. Oder hochkant. Das musst du jetzt sagen. Ich mach mal die ersten Zeichen. Mach genau, mal den Anfang. Mach mal den ersten Strich. Also, ja. Und dann führt der Weg einmal so. Einmal so. Und hier ist euer Lager gewesen. Mhm. Okay. So. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, geht ihr nach Norden oder nach Süden? Ich würde vorschlagen, nach Norden. Korrigiere, geht ihr nach Osten oder Westen? Ich würde vorschlagen. Komischerweise, der Plan des Schicksals ist hier Osten und Westen. Ja, ist halt so. Willkommen in Aventurien, wo Norden und Süden, Osten und Westen sind. Genau. Also es könnten beide Richtungen sein, oder hat irgendjemand von euch Referenzen? Zeig ihm doch mal dieses Amulett. Vielleicht weiß er damit was anzufangen. Das Amulett? Habe ich das? Nein, aber das habe ich. Habe es nicht. Oh, dann zeige ich ihm das Amulett. Ich weiß nicht mehr, welches Amulett, aber... Das Amulett aus dem besonderen Material, was der Schlüssel zu dem ist, was wir suchen, was ich schon wieder vergessen habe. Zur Maske. Genau. Zur Maske des Mondes, einem Artefakt eines längst vergessenen, Spezies, die heutzutage nur noch die Alten genannt werden. In Wirklichkeit ist das die Maske des Spielleiters. Ja, ich würde ihm mal das Amulett zeigen, was ich habe. Vielleicht kann er was damit anfangen. Ja, das Amulett, das zeigt so im Prinzip so eine Augenform. So eine Augenform? Ja, ziemlich genau so eine, so ein Zufall aber auch. Was sagt der Goblin darauf? Kennst du? Da passen Steinzelt. In welche Richtung zeigt er? Er zeigt mittig durch den Wald. Ah, verdammt. Ich würde sagen, wir gehen mittig durch den Wald. Weg, hat jemand, Weg hier besser sein. Ja, dann nehmen wir wohl den besseren Weg. Da große Baumauer und Tierauer. Baumauer oder Tierauer? Da Mann wohnt. Ein Mann. Ein Mann. Ihr wie sein. Sollten wir vielleicht nicht dann dahin gehen, wenn da ein Mann wie wir wohnt? Er wie du, er oder wie ich? Ich davon aus, wahrscheinlich einer von euch beiden. Ein Mann wie ich, wie er oder wie er? Nicht wie Gobo. Ja, wahrscheinlich auch nicht wie ich, weil niemand von meinem Volk ist so wahnsinnig und wohnt hier noch im Wald. Ich würde sagen, wir gehen es rausfinden. Ja, lasst uns zu diesem Mann gehen. Ihr geht also nach Süden. Ja. Und ihr geht bis auf Höhe 5K runter. Da gabelt sich der Weg wieder. K bis? K im Kästchen 23. Dann machen wir noch schön. Da geht ihr runter, der Weg gabelt sich einmal weiter nach Süden und einmal
Also einmal weiter runter und einmal nach rechts aus der Richtung, von der er kommt. Also von dir aus jetzt links gesehen. Eine schöne Bisekurve wird es bezeichnet. So. Hier, Mann, Mohn. Nun, du willst uns auch nicht betrügen, oder? Du bist doch mein Freund. Bobo Freund sein, Bobo nicht Gott, betrügen Gott, wollen. Gott. Zweifelst du jetzt einfach deine Zauberkenntnisse an? Nun, es ist immer besser, sowas zu überprüfen. Mir ist da mal Magier ein Missgeschick passiert mit einem Oger. Ja. Lieber nicht drüber reden. Gut, was macht ihr jetzt an dieser Kreuzung? Ich würde jetzt einfach weiter in die Richtung stapfen, wo der Mann wohnt. Wo der Mann wohnt? Dann, wenn ihr da jetzt schon den Weg entlang guckt, dann seht ihr bei J. 21 eine Höhle. Der Weg führt zu dieser Höhle und je näher ihr an die Höhle kommt, dann bemerkt ihr, dass die von außen mit Fellen behangen ist. Die Tür ist mit, also der Eingang der Höhle ist mit einem großen Fell abgehangen und draußen stehen grob behauene Möbel. Also wirklich, es sieht aus wie so ein kleiner Campingplatz. Ich rede etwas leiser, das mache ich jetzt hier nicht, damit man mich noch hören kann. Aber ich sag zu den beiden anderen, ich habe das Gefühl, dass dieser Mann keine Besucher mag. Nun, er hat doch schon für uns Möbel rausgestellt. Soll er keine Besucher mögen? Der wohnt in einer Höhle. Er ist eine vernünftige Person. Du meinst also, er betreibt in dieser Höhle ein Möbelgeschäft? Oder Gastronomie. Gobo guckt so, da er sein. In dem Moment kommt rückwärts aus der Höhle heraus ein bärtiger Mann. Im ersten Moment denkt man, der ist ein bisschen kleiner, hat so weiße Zottel, kommt raus, dreht sich um, hat gerade so einen dampfenden Kessel in seiner Hand, stellt ihn auf den Tisch ab, guckt in die Ferne. Oh, Kiste! Seht ihr? Oh! Ich hatte schon lange keine Gäste mehr und vor langem, vor allem nicht seitdem ich hierher umgezogen bin. Die andere Höhle im Wald, die wurde so gefährlich. Selbst mit dem Schild, das mir so ein netter Mann zurückgelassen hat. Ein Schild? Lass mich uns erstmal vorstellen. Ich bin Tani und Finkenfahn. Das ist mein guter Gefährte Tom Brooks. Vom Berg. Und Albin Rickerson. Hallo. Ja. Wollt ihr was zu essen? Ich habe gerade frische Brennnesselsuppe gekocht. Ja, es ist halt schon eine Weile her, dass wir etwas Warmes zu essen hatten. So ein gratis Essen sage ich nicht nein. Ja, ich habe schon gegessen. Vielleicht später. Kommt an den Tisch. Gehört der Rotpelz zu euch? Ja. Selbstverständlich. Den haben wir mitgebracht. Komische Haustiere habt ihr. Bobo. Hallo. Bist du ein Feiner? Willst du auch was essen? Ich habe keine Abfälle mehr. Darfst ausnahmsweise vom Tisch essen. Und er würde euch da zu dem Tisch führen, wird dann in die Hütte ein und dann so ein Holzschild als Tablette rausbringen und auch bei euch abstellen. Darauf drei Schalen, fängt an die Brennnesselsuppe einzuschenken und würde euch die dann hinrücken, dir eine, du sagtest ja, du hast keinen Hunger. Ich will die anderen erstmal vorkosten lassen. Und dem Goblin gibt er auch eine. Der Goblin.
trinkt die in einem runter. Sag, wie heißt ihr? Ich wohne schon so lange nicht mehr unter Menschen. Ich weiß meinen eigenen Namen nicht mehr. Wie würdet ihr mich denn nennen? Die letzten, die mich besucht haben, die hatten auch keinen Namen für mich. Es war so eine Frau, die Teppiche anhatte. Ganz komisch war die. Und die wollten auch meine Brennnesselsuppe nicht haben. Aber wie gesagt, der eine, der war ganz nett und hat mir sein Schild dagelassen. Sehr unfreundliche Leute. Bis auf der eine. Eine Frau, die Teppiche trägt. Und einer wie ihr war dabei. Der hatte blondes, blonden Bart. War auch ein ganz komischer, wollte auch nicht näher kommen. Vielleicht eine Magierin mit einer Robe. Also ich erkenne, ich lebe zwar nicht mehr lange unter Menschen, aber einen Teppich erkenne ich, wenn ich den gesehen habe. Sie hat da einen Teppich. Können nur Menschen sein. Nur Menschen. Ihr tragt Teppiche. Aber stimmt, da war noch eine mit schwarzen Haaren. Die hat so ein komisches Gewand angehabt. Gut, dann denke ich, wenn du nicht weißt, wie du heißt, denke ich, wir nennen dich ab sofort Herr Reinetroll. Herr Reinetroll? Das klingt toll. Wo wollt ihr denn hin? Wir suchen ein, ich denke, wir dürfen es ihm erzählen, ein Artefakt, eine Maske. Masken habe ich keine. Nein, diese Maske soll in einem Tempel sein. Weißt du zufällig, ob in der Nähe irgend so etwas wie ein uralter Tempel ist? Ja, früher habe ich da an so einem Sumpf mit einem Knüppeldamm gewohnt. Da war dahinter so eine Burgruine. Und hier ist sowas Ähnliches, nur ohne Knüppeldamm. Ist da irgendetwas, was man als ein steinernes Zelt bezeichnen könnte? Wie gesagt, da ist sowas Ähnliches wie eine Burgruine. Ich bin da noch nie diesen Berg hochgeklettert, wo das ist. Man muss erstmal durch so einen Tümpel durch. Das könnte aber dieser Tempel sein. Nein! Was hast du gegen Tümpel? Ich hasse Wasser. Alles, was höher ist als mein Knie, ist mir unheimlich. Ich kann das auch nicht. So. Also er würde, wenn ihr die Brennnesselsuppe übrigens esst, gibt die euch 1W6 plus 2 Lebenspunkte zurück. Die wir nicht verloren haben. Ich schon. 4 Lebenspunkte zurück. Ich bin wieder geheilt. Also du spürst diese heilende Wirkung. Die Goblin auch? Wer hat euch denn... Hat der Goblin eingesteckt? Der hat euch ja gar nicht eingesteckt. Der hat euch eingesteckt, okay. Vielleicht war er vorher schon irgendwie verletzt. Also wenn, dann will er wahrscheinlich auch diese Wirkung gespürt haben. Wer hat euch denn aus eurer alten Höhle vertrieben? Die alte Höhle, die wurde so gefährlich. Nachdem die mich besucht haben, den Magier aus der Burg vertrieben haben, da kamen die ganzen Viecher zurück. Man sieht den Zwerg so... Oh, noch ein Magier. Und mit Viecher meint ihr Goblins? Nein, so komische Bäume. Komische Bäume? Ja, die bewegen sich. Aber du musst doch wissen, was das ist. Du bist doch so ein Baumbocker. Komische Bäume, die sich bewegen? Ich hab da mal eine Geschichte gelesen, aber ich glaube, das war nur ein Kindermärchen. Bestimmt seine Verwandtschaft. Du meinst, dass sie mit den Bäumen... Nein, daran will ich gar nicht denken. Er ist doch so ein Baumhocker. Wer weiß, was die da machen, wenn die auf ihren Bäumen hocken. Oh, wir hocken auf den Bäumen, wir besteigen die Bäume nicht. Genauso wenig, wie ihr die Wurzeln aus Wurzeln stammt. Ich stamme aus Steinen ab. Dann ist es also wahr? Wer weiß? Wenn ihr zu dem Tümpel mit dem
mit der Burg oben auf dem Berg wollt, dann müsst ihr eine große Schleife ausgehen bis zum Kästchen 10 im Bereich J. Woher ich das weiß, weiß ich selber nicht. Gut, dass ich zumindest den Teil der Kussleger zeichnen kann. Du redest wirre Dinge. Kästchen 10 J. Bist du dir sicher, dass du vielleicht nicht zum Leonitenkloster solltest? Jojo, was? Nun, könnt ihr was mit dieser Information anfangen, Tombox? Von der Richtung her? Also ja. Tombox ist jetzt offiziell Kartograf. Ihr Zwerge, ihr denkt doch mal in so Gängen, Kästen, Schubladen. Also, ich weiß ja, ich habe es bisher nicht erwähnt, aber der Wald, der heißt ja nicht umsonst Wald ohne Wiederkehr. Er würde euch noch kurz bewirten und dann würde er sich irgendwann verabschieden. Er muss noch seine eigenen Dinge erledigen. Er hat noch ganz viel zu tun. Man weiß ja nie, wann die nächsten Gäste kommen. Wo? Bei Fuß? Aber, ist denn der Goblin da ordentlich ausgerüstet? Der kann ja gar nicht kämpfen mit dem Knüppel. Was habt ihr denn anzubieten? Ja, wenn andere Mord nicht zu mir waren, der könnte das Schild haben. Oder wollt ihr das Schild? Ich kann damit, außer ein Esstablette zu haben, nicht mehr viel anfangen. In der Höhle habe ich keinen Platz für. Wenn keiner zu Besuch kommt, dann braucht ihr das Tablett auch nicht. Wem gibt er da jetzt das Schild? Wer will das Schild? Ich nehm's nicht. Du ja, dann kriegt das der Goblin. Dann kriegt das der Goblin und der Goblin so. Das Schild ist aber schlecht genauso groß wie er. Ja, fast so groß. So. Das ist ein Turmschild für ihn. So. Er könnte auch einmal damit durch den Wald rollern. Und komisch Sachen drin stehen. Tun. Da stehen Sachen drin. Da stehen Sachen drin, tun. Nimm ihm mal das Schild ab. Drin eingeritzt. Dieses Schild gehört Nubor. Sagt der Name uns was? Ihr habt schon von Nubor, dem Abenteurer, gehört. Könnte es der Nubor sein? Weiß ich nicht. Seht da einen Nachname oder so? Dann ist es der Nubor. Wahrscheinlich. Es muss wieder einer von eurem komischen Menschennamen sein. Also, macht es gut! Ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg! Gut. Ich umarme ihn auch ganz herzhaft. Kniet er sich eigentlich hin, um den Zwerg zu umarmen? Natürlich! Mit meinen alten Knochen kriege ich das gerade nur noch hin! Und der Goblin! Ach, das reicht schon so! Mach's dir gut! Dann reicht dem Goblin dein Schild wieder zurück. Ja, der Goblin geht jetzt mit seinem Turmschild voraus. Warte, wie wäre es, wenn wir den Goblin ab jetzt Nubor nennen? Dann würde der Name in dem Schild wieder zu ihm passen. Vielleicht Gobor? Nubro! 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 Ich glaube, er hört auf alle diese Namen. Ich sehe gerade das Ergebnis, welcher Charakter der Liebste ist, aus Nubro. Der wird demnächst Kanon. Ne? Retroaktiv wird der in DSA 1 eingebaut. Genau. Mit Gewalt. So. Auf der Redcon wird DSA 1 geredconnt. Genau. So. Ja, ihr würdet dann weiter durch den düsteren Wald gehen, und an dieser Stelle ist er besonders düster, also vielleicht sollte ich es nochmal erwähnen, dass der düster ist, und er hört einen Schrei aus der Ferne. Aus welcher Richtung? Von oben. Siehst einen komischen Vogel und ein zweiter fliegt vorbei. Das sind komische Vögel hier. Wirklich? Mir fällt kein Name dafür ein.
Sind die in Schussreichweite? Wenn ich jetzt meine Bücher hätte, dann könnte ich nachsehen. Du hast einen Kurzbogen. Ja. Komm, ich hätte ich muss ja, diese Bücher fallen lassen. Könntest, wenn du schnell agierst. Dann wäre ich jetzt noch in der Bibliothek. Kenn ich diese Vögel? Nein. Also nicht auf die Entfernung. Nicht mit Namen. Du kannst gerne Klugheit würfeln. 1W20 auf deine Klugheit. 8. Um 6 geschafft. Du hast schon von so komischen Vögeln gehört, die ihre Feinde mit Schreien verschrecken. Es könnte sein, dass die diese Schreie, wir sollten die aufpassen. Halten sich eigentlich am Waldboden auf und erst bei Gefahr fliegen sie weg und schreien dann. Eventuell würde es nicht schaden, wenn wir uns die Ohren zustöpseln mit irgendwas. Mit Gras oder so. Diese Schreie könnten gefährlich für uns werden. Wir könnten den Geist verwirren. Ja, bei euch vielleicht nicht. Ihr seid verwirrt genug. Gras in die Ohren. Ja. Sowas kann auch nur ein Unverrater wie du kommen. Ich nehme mir mal ein Buschel Gras, steck mir die in die Ohren. Okay, bei dir hängen also jetzt so Grasbüschel aus den Ohren raus, aus den langen Ohren. Ich würde auch euch bitten, ab jetzt ein wenig lauter zu reden, damit ich euch verstehe. Währenddessen Nubro geht fleißig weiter. Er folgt diesem Pfad, der hier durch den Wald geht, der nur grob freigekämpft ist. Gut, Nubro. Hinterher würde ich vorschlagen. Hallo Michael! Wir haben Nubas Schild wiedergefunden. Ich wollte schon sagen, Michael guckt uns, wenn er das erfährt, wie wir den Goblin getauft haben. Ich habe eigentlich extra laut geschrien, dass er uns hört. Naja. Ich hoffe, dass er auch eins von denen. Ja. Nein, dass er uns hinten hört, aber da war ich nicht laut genug. So. Gut, der Goblin geht weiter und plötzlich seht ihr, wie er umgerissen wird und ins Gebüsch gezogen wird. Ich renne ihn. Ihr hört einen Schrei. Adada! Adada! Das sollten wir ihm nicht nachmachen. Nubro, ich renne ihm hinterher. Ich folge. Ich seufze und folge auch. Wenn ihr folgt und hinterher geht, also seht, von ihm folgen wir. Ja, da öffnet sich das Unterholz ein bisschen und an der Stelle zappelt Nubro und ein Wolf versucht an ihm zu zerren. Ich pack meinen Bogen aus und versuche natürlich auf den Wolf zu schießen. Ich mache jede Menge. Ich laufe schreiend auf den Wolf zu. Schließlich weiß ich, dass man dass Wölfe sich von Lärm und Größe abschrecken lassen. Du willst ihn einschüchtern. Mach mal ein Charisma. Genau das ist mein Ziel, ja. Mit meinem riesen einschüchternden Charisma. Hast du überhaupt den Mut, einen Wolf zu erschrecken? Naja, das ist der gleiche Wert, also der gleiche niedrige Wert. Okay, machen wir mit einem Würfel. Also ich renne auf ihn zu, renne Richtung Wolf, schreie dann noch mehr und renne wieder weg. In dem Moment stößen auch zwei weitere Wölfe von der Seite auf euch zu. So, wir machen wieder der Mut-Reihenfolge nach. Ja, dann fang ich wieder an. Dann fängst du wieder an. Ich versuche Nubro zu retten und auf den Wolf zu schießen. Okay. Ja, ich würfel einfach mal. Ich habe übrigens geschafft. In der Zwischenzeit das. Also um 12 geschafft. Ja, so ein Wolf weicht aus. Das heißt, ich ziehe ab. 6. Der stand auch nah und so weiter, also du hast da keinerlei Erschwernisse. Sechs. Ja. Vielleicht einfach wieder einsammeln. Ja, so. Nicht
erklärt, ja. Eigentlich wäre es ganz gut, so kleine Pfeilchen zu haben, um die Munition zu tracken. Um die Munition zu zeigen. Dann als nächstes, ihr habt denselben Wert, oder? Ja. Sind die zwei Wölfe in meiner Nähe aufgetaucht? Die haben sich. Also ich bin ja von dem ersten Wolf wieder weggerannt. Dann bist du der Nächste, der an beiden dran steht. Die wollten jetzt euch. Ja, dann habe ich ja jetzt keine Möglichkeit mehr wegzurennen und hau drauf. Okay. Das ist ja das Einzige, was ich machen kann. Und natürlich hau ich gekonnt total daneben. Okay. Dann bist du? Ich bin einfach noch zu sehr verängstigt. Nicht dein Kampf. Nein. Ich greife einen der Wölfe an, also die gehen ja beide auf ihn. Das heißt, ich greife einen der Wölfe von hinten an. Okay. Gut, neun. Das ist eine Eins. Eine Eins! Das gab es bei dieser Eins auch schon, kritische Erfolge, oder? Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal, sonst hat sich diese Jubelei gerade nicht gelohnt. Ich meine, warum wäre sonst das schwarze Auge statt einer Eins auf diesem Würfel? Ja. Jetzt Bobber ran. Das steht auch immer zwei. Übrigens, alle, die die schwarze Katze lesen, wissen, wo eins der schwarzen Augen ist. So, für alle von euch, die mit Crowdkatzen waren. Nein. Damals war es noch, würfelt man 1 bis 12 ist die Probe bestanden. Dam, dam, da. Naja. Also in dem Beispiel jetzt. Also, es gab also nichts besonderer Treffer. Genau. Also ich habe jetzt nichts gerade kritischer Erfolg gesehen. Falls jemand der Zuschauer die DSA-1-Regeln besser kennt, natürlich kennt der Meister die am allerbesten, aber ich lasse mich gerne berichtigen. Sagt in den Kommentaren Bescheid, wir treffen uns nächste Radcon wieder und spielen den Teil einfach nochmal neu. Genau. So. Ab der Stelle, wo ihr einen Fehler gemacht habt. Ja, natürlich. Also ganz am Anfang. Wie spät haben wir eigentlich? Ach, wir haben noch Zeit, es ist noch hell. Kurz 10 vor halb. 10 vor halb auch. 19:17 Uhr. Ja. Gut, dann. Wird er jetzt gemessen? Okay, der haut rein. Das sind 10. Das sind 10? Ja. Geschwertet eigentlich, oder? Ja, richtig geschwertet. Attacke ist erschwertet. Machen wir das mal so. Hausregel, für so einen Angriff wird der Rüstungsschutz weggerechnet. Ja. Du meinst bei einer 1 jetzt? Ja. Okay. Meisterwillkür. Natürlich. Mal für die Gruppe. Genau, ich bin ein netter Meister, ich heiße nicht Markus. Haben die Wölfe. Aber ich? Haben die Wölfe Rüstungsschutz? Haben sie eine Rüstung an? Das ist eine andere Frage. Hat es gar nichts gesagt. So. Der Wolf im Kettenhemd. Die guten Plattenwölfe. Bobo schlägt. Mit dem Schild, das er jetzt hat um sich. Und schlägt nur um sich. Ja, dann ist. Genau. Ich würde gerne die Wölfe. Zaubern. Achso, die Wölfe? Genau, die Wölfe. Zwei würden auf dich gehen. Okay. Beziehungsweise einer wird sich umdrehen zu dir, der braucht gerade auch eine Zeit für, weil der ganz schön angeschlagen ist. Der andere will auf dich gehen und dich angreifen. Also nicht. Natürlich versuche ich ihm den Dolch so entgegenzuhalten, also er versucht mich ja wahrscheinlich zu beißen. Ja. Und ihm den Dolch so zu halten, dass er stattdessen den Dolch beißt. Regeltechnisch nennt sich sowas Parade. Regeltechnisch ist das eine Parade. Grandios versagt! Also ich glaube, ich halte ihm direkt meinen Unterarm hin. Ja, nein, hier. Wir haben ja gesagt, hier. Bei 1 wird die Rüstungsschutz weggerechnet. Ja. Bei 20 umgekehrt. Mein Rüstungsschutz weggerechnet, ja. Ja, also bei so einer Aktion.
dementsprechend, ja, der darf nur. Und ich dachte, vier, er versucht mit der vier Schaden zu verlieren. Wie viel? Vier Schaden, nicht Treffer. Greifen wir dich an. Ja, gut, okay. Hätte ich die Zahl gar nicht ausradieren brauchen. 47 habe ich hier schon stehen. So schön mit der Halsschlagader pariert, ne? So, der andere greift. Autsch. Der greift Nico an. Rennt der da so am Rotieren? Ja. Ey, der kann das sich an dem Schild verbeißen. Aber gibt das nicht mehr Rüstungsschutz? Ich habe gesagt, der haut nur alle hin, nur da nicht, wo es hin soll. Also er schlägt so um sich, aber trifft nicht und hält stattdessen auf seinen Arm eher fast, sogar noch fast weh. Der Wolf beißt zu. Und der letzte Wolf, der hat sich ja zu dir umgedreht, so hatten wir es ja. Dann bist du wieder dran. Zauberliste gerne haben. Ich habe mir das so vorgestellt, dass er sich da sich im Browser so im Kreis dreht, einfach mit seinem Schild. Ja. Ja, liegt ja, aber dann würde sich der Wolf einfach rangehen und mitdrehen und irgendwann irgendwie ab. Ja, ja, aber die Chance ist größer, dass er dein Schild einfach in die Fresse bekommt. Ja, das hätte mir mit dem Dolch auch so gut geklappt. Jetzt habe ich einen Wolf im Arm. Das muss ich mir merken, wenn ich das Schild abhabe. Den Amatrutz kann ich nur für mich machen, oder? Ich dachte, jetzt packt er noch einen Bambaladin aus. Ja, das funktioniert, glaube ich, nicht bei Kultur. Nee, anscheinend kann ich den nur auf mich machen. Das heißt, aber da kommt wer auf mich zu, ne? Sonst hätten wir jetzt gleich noch einen Goblin mit einem Schild, der auf einen Wolf reitet. Ich glaube noch. Kann ich auch, aber ich, der ist das ich will mir ja noch was für den... Und ein paar Reiniger beiden, okay, die haben noch diese Tier-Zähmlitte. Ich glaub mal. Geweihte gab es in DS1 nicht. Also es gab Geweihte. Wahrscheinlich. In Aventurien. Bestimmt. Vermutlich. Aber hätten nicht den als Wolf nicht zähmen können, dann hätte Nugro jetzt auch noch ein Reittier gehabt. Ein Goblin auf einem Wolf. Mit einem Schild. Mit einem Schild. Warte, kriegen wir so die Bremer Stadtmusikanten zustande? Achso, dann als nächstes noch ein Esel, der auf einem Lindwurm steht. Nein, Nugro wird jetzt nach und nach ausgerüstet. So. Der kriegt auch nur ich glaube nur nach. Ja. Du bist doch Ich bin zuerst, also ich habe ja den Wolf hier im Arm stehen, ja. Also, und das ist auch noch mein Dolcharm, das heißt, ich kann eigentlich nicht wirklich gut damit angreifen. Das heißt, das einzig Sinnvolle, was ich machen kann, ist versuchen, den Dolch in die andere Hand zu nehmen und ihm den Wolf in den Kopf zu rammen oder sowas. Würfel mal einmal Geschicklichkeit. Was funktioniert? Und dann darfst du die Attacke machen. Jetzt habe ich also den Dolch in der anderen Hand. Und das schaffe ich auch. Ja. Also natürlich mit der Spitze mache ich ganz normalen Schaden. Mach trotzdem normalen Schaden. Das sind dann 8. Das ist ein sehr zäher Wolf, selbst wenn er ihm den Dolch in den Kopf sticht. Vielleicht hat er doch irgendeine Rüstung oder ein Pelz oder so. Ja, aber vielleicht lässt er dann mal los. Wir haben alle Plattenrüstung an. Alle Plattenrüstung. So. Ja. Dann bist du dran. Ja, dann verpasse ich den Wolf, den ich schon einer verpasst habe. Hoffentlich noch einer. Okay. Also der sich zu mir umgedreht hat, den ich gespielt habe. Ja, der hat sich zu dir umgedreht, genau. Oh. Nein. Autsch. Du. 20. Du schwingst dein Schwert und triffst den wahrscheinlich einzigen Stein. Dasselbe ist am Wolf vorbei und triffst den einzigen Stein, der da irgendwo im Unterholz rumliegt. Bruchfaktor. Schwing. Geschafft. Okay, Glück gehabt. Hat
als hätte ich wahrscheinlich auf Faustkämpfer umgeschult. So, dann ist ja Nubro wieder dran und der besinnt sich auf einmal seinem Knüppel und knüppelt nach dem einen Wolf, der dabei ihm rumliegt und trifft. Go Nubro! Der jetzt getroffene Wolf bleibt kurz verdattert stehen. Heult. Die anderen beiden lassen auch von euch ab und rennen wieder in den Wald hinein. Der eine ist ein bisschen langsamer als der andere und läuft davon. Jawohl. Haben Sie den Gewürfel geschlagen? Sonst jeweils 6 Abenteuerpunkte aufschreiben. Ich glaube, wir sollten uns schnell von euch hier entfernen. Ich betrachte meinen Arm und. Ja. Das ist doch bloß eine Fleischwunde. Oh, Bro, geht es euch gut? Ja. Nein. Ja, nein? Also wir nehmen das ja. Grünwasser warm haben. Ich glaube, er meint den Brennnessel. Nein, wir haben keine Brennnesselsuppe dabei, Nubro. Au. Ich stimme ihm zu. Au. Wie sieht denn das für mich aus? Sind die wirklich angeschlagen, die Leute, oder sind das nur Tatsache? Beide haben schon ein bisschen. Aber es sollte bei mir nicht allzu schlimm aussehen. So. Jetzt, wo es ruhiger wird, wo die Wölfe weg sind, vielleicht späht ihr noch in die dunklen Wald hinein. So dunkel ist er nämlich gar nicht mehr. Denn in einiger Entfernung sieht man schon so einen leichten Lichtglänze, so als würde da eine Oberfläche irgendwie das Licht der Sonne reflektieren. So als wäre das eine Wasseroberfläche. Könnte sein. Die Himmelsrichtung stimmt. Das weißt du als Kartograf. Haben Zwerge nicht sowieso sowas wie einen Richtungssinn? Vermutlich. Also unter der Erde müssen die sich ja irgendwie orientieren können. Und hier im Wald ist es entsprechend dunkel, von daher. Auch wenn das hier voller Bäume ist. Dinge, die niemand braucht. Ja, da seid ihr zwei zumindest in eurem Element. Er möchte sich ja nur mit ihnen fortpflanzen. Fortpflanzen? Ja, jetzt hab ich's verstanden. Rasenschwein? Ich hol schon mal meine Kreditkarte. Meine Damen und Herren, wir kommen in die heiße Phase mit dem heißen Scheiß der Versteigerung. Die letzten 8, 9 großartigen Items werden jetzt versteigert. Wer noch irgendwo sonst in der Stadthalle ist, möge jetzt kommen oder es lassen. Wir lassen es! Das hört er nicht. Ich weiß. Jetzt hätten wir eigentlich aus Spaß alle überstürzt wegrennen müssen. So. Nach dieser sehr, sehr wichtigen Durchsage, Werbung Ende. Ja, wie ihr merkt, wir sind auf der Redcon. Das ist nein. So, also, zu euch schallte aus der Entfernung so eine Stimme. Ja, die Versteigerung ist zu Ende, ihr habt es alle gehört. Tja, ihr hängt leider gerade im Wald ohne Wiederkehr fest. Die Maske ist weg. Versteigert. Ja, können wir heimgehen. Nein, ich denke, er meinte uns, wir sollen uns beeilen. Wir sollen zu diesem
Ort gehen. Da können wir die Maske ersteigern. Und dann sollten wir vielleicht mal weitergehen. Die Richtung stimmt ja wohl irgendwie. Ja, also ich beachte mal die Verletzten im Auge. Wenn es schlimmer wird, würde ich mich darum kümmern. Aber jetzt ist mir das... Also wir gehen dann mal weiter. Ja. Ihr erreicht einen flachen Seetümpel. Ihr seht durch das klare Wasser schon die Unterwassergewächse. Also der See scheint einen Zufluss zu haben, sonst wäre er nicht so klar. Und in der Mitte dieses Sees ragt ein riesiger schwarzer Fels auf. Aber das ist nicht irgendwie ein Fels, sondern es ist eigentlich schon ein Berg. Und obendrauf seht ihr eine klotzförmige Aufbaute, auch aus schwarzem Stein. Also du sagst, der See wirkt klar. Das heißt, wir meinen den Boden sehen zu können. Ja. Was es vielleicht auffällt, spätestens als Gürtel sagt, hier vorsichtig sein. Hier selbst Raben still. Ich wollte gerade sagen, seit ich einmal in einen Fluss gefallen bin, weil ich dachte, den Boden sehen zu können, nach so viel Wasser und danach noch so viel Schlamm kam, traue ich als Spieler dem Braten nicht. Schnappe mir einen Stock und gucke, wie tief der See wirklich ist. Also tatsächlich, alles natürlich nur zum Wohl des Zwergen. Tatsächlich deiner Vermutung folgend, es gibt ein bisschen nach, ist aber nicht so tief, dass du wirklich tief einsinken würdest. Also nun hab dich nicht so, das ist doch nicht tief. Wie tief ist nicht tief in meinem Maßstab? Du kannst so einschätzen, ja, das wäre so ungefähr hüfttief bei dir. Sprich für den Zwerg brusttief. Aber klein. Wenn Zwerge nicht irgendwie 1,30 hoch in DSA? Das war in DSA 1 noch nicht so genau beschrieben. Variierende Wassertiefe. meint er die Tempelruine? Ist das hier? Sieht zumindest aus wie eine Ruine und warum nicht? Sieht das eher aus wie ein natürliches? Ein natürlicher Berg oder das oben nicht? Ja, wie eine Ruine. Das oben nicht, das ist komisch geformt. Ah ja. Unser komischer Einsiedler meinte ja auch, dass der Tempel oder dass die Burgruine auch auf einem Berg ist. Von daher ist das hier wahrscheinlich eher der Berg und die Burgruine das da oben drauf. Ich weiß, du hast den Verratisch, kennst das nicht, aber das sind Berge. Stein! Achso. Ja, und drumherum ist Wasser. Ja, warum auch immer. Da hat wohl jemand einen Zwergenschild gebaut. Das Einzige, was Wasser tut, das ist Bier. Da stimme ich dir zu. Gut, was würdet ihr machen wollen? Traut ihr euch darüber, wenn ihr vorgeht? Also gut. Wir wären dann natürlich ziemlich langsam. Ich könnte jetzt behaupten, dass ich einen Zauber kann, der mir eventuell das Leben rettet, wenn ich hier ertrinke. Also ihr geht jetzt ins Wasser rein. Nein, wir reden noch darüber, ins Wasser zu gehen. Okay. Während ihr euch so unterhaltet, Nubroso. Teichvögel. Teichvögel. Ich gucke in die Richtung. Schnabelglatt. Ich gucke in die Richtung, in die er zeigt. Ja, ich auch. Ihr seht eine Ente. Und als ihr hinseht, genau in dem Moment, wo ihr hinseht, diese Ente, der See einfach nur unter ihr. Ente weg. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Enten aus. Aber ich glaube. Und die ist auch nicht irgendwie mit dem Kopf abgetaucht, sondern wirklich. Ente schwimmt, Ente weg. Also ich glaube, Enten machen das nicht von alleine.
Nein, nein, ich habe in einem Buch gelesen, dass sie das nicht tun. Der See ist böse. Seid nicht albern, ein See kann nicht böse sein. Bitte, geh vor! Gefährlich vielleicht, aber nicht böse. Die Ente hat ihm nichts getan. Nicht ich durchgehen, nein. Und wie kommen wir jetzt darüber? Das Schild. Meint ihr, ihr könnt auf dem Schild schwimmen? Ich nicht übersehe. Wie bei der Ente. Ich nicht übersehe, nein. Wie groß ist denn der See? Ihr haben. Wie groß ist denn der See? Er drückt dir den Schild in den Schild. Ja, ich nehme den Schild, du bist ja der Mann. Er ist so groß, dass ihr, wenn ihr jetzt am Ufer steht, er bis zu... Also die Frage ist eher, können wir da relativ schnell bis zur Linie drücken? Zwischen 6 und 5 bei J reicht. Also zwischen 6 und 5, also heißt, wir haben jetzt hier noch einen Weg. Wow. Von hier aus, das ist das Letzte, was ich habe. Zwischen 5 und 6, ne? Mhm. Und dann ist er wahrscheinlich rund. Ja, der ist jetzt so. Und von da bis also, da. Das ist ein großer Berg. Ah. Das ist nur die Kante. Euch nächste Uferkante. Okay. Machen wir hier mal noch so einen schönen Weg hin. Und ich würde sagen, wir versuchen um den See rumzugehen. Vielleicht gibt es einen Weg rüber. Oder einen Floß oder sowas. Vielleicht dieser Lubor, vielleicht ist der auch mit dem Floß und hat uns eins da gelassen. Oder wenn das wirklich die Burg von diesem bösen Magier ist, den Lubor verscheucht hat, dann müsste es da schließlich so etwas ähnliches wie eine Zugbrücke oder sowas geben. Irgendwie müssen die da ja reingekommen sein. Sehen wir denn von hier aus irgendwas, wenn wir so das Ufer abgrasen? Wenn ihr das Ufer so abgrast, also ihr seht, das Ufer läuft so einmal mit rund um diesen Berg herum. Mhm. Aber wir sehen halt kein Floß oder Boot irgendwie oder eine Brücke. Auf der Seite seht ihr nichts. Ja, deswegen, auf der anderen Seite ist ja dieser Berg im Weg. Daher müssten wir da einmal rumgehen. Schauen wir uns an, welche Richtung angenehmer zu laufen ist. Würde ich sagen, und folgen dieser. Einmal um den See herum. Ihr watschelt einmal um den See herum, auf der anderen Seite habt ihr etwa einen ähnlichen Anblick. Nur dass das Wasser hier noch breiter ist. Also noch weiter von der Uferkante des Berges weg. Ein Versuch was wert. Ja. Ja. Diese. Sehen wir irgendwelche Vögel oder so? Diese Vögel, die wir davor gesehen haben, die waren aber nicht ungewöhnlich groß, oder? Die können nicht mal einen Goblin tragen. Nein, das sind nur fliegende Alarmanlagen. Die waren groß, aber nicht richtig groß, sondern nur größere okay. Vögel. Jetzt sitzt auf den Vögeln da, wo sie fliegen? Ja. Elfen haben komische Ideen. Ja, Elfen. Oder wir fragen diese Vögel. Ich freunde mich mit diesen Vögeln an. Wenn du diese, wenn du diese Vögel siehst, die sind ja besonders schreckhaft. Ja. Und immer wenn du nahe kommst, fangen die sofort an wegzufliegen. Du kannst auch Flugheit würfeln, wenn du willst. Gerne. Um 12 geschafft. Dir fällt auf, die schreien gar nicht, wenn sie weggeschrieben sind. Die schreien gerade nicht. Die fliegen panisch weg, aber die schreien nicht. Und du weißt von diesen Vögeln, dass die schreien, wenn sie wegfliegen. Das ist merkwürdig. Selbst diese Vögel schreien nicht. Wir können reden. Wo waren die Vögel, bevor sie weggeflogen sind? Die Vögel fliegen noch ein Stück weiter weg und dann hörst du. Das Ganze klingt mir so, als sei hier irgendeine Art magisches Gebiet. Leider hatten wir nicht viele Bücher über Magie in der Bibliothek. Ich glaube, die trauen sich einfach nur nicht zu schreien, wenn die hier
Wasser sind. Es sind keine Zwergenvögel. Ich werf mal einen Ast in den See. Du wirfst einen Ast in den See. Der Ast schwimmt an der Wasseroberfläche. Er schwimmt weiter an der Wasseroberfläche. Okay. Hat der Ast ein Geräusch gemacht, als er die Wasseroberfläche berührt hat? Mal kleine Spritzer. Vielleicht ist dieser See sehr wählerisch, was er ist. Wir könnten ein Floß bauen oder sowas. Der See der Dinge ist. Wenn ich jetzt nur etwas zum Schreiben da hätte, dann würde mich wieder in die Bibliothek aufgeben. Vielleicht hilft dieses komische Amulett. Irgendwas muss das ja gut sein. Er meint, wer es trägt, der wird nicht vom See verschlungen. Sowas. Leg es dir um. Zeig Leute auf den See. Ich glaube, ihr habt recht. Was ist jetzt euer genauer Plan? Ich habe Ihnen das Amulett umgelegt. Ein Plan, das ist sehr wichtig. Also er hat mir jetzt das Amulett umgelegt, weil ich gemeint habe, vielleicht hilft das Amulett dabei. Er versucht nur gerade den Zwergen zum Selbstmord zu überreden. Okay. Willst du ein bisschen Unterstützung, willst du Charisma gegen ihn würfeln? Du weißt schon, das ist dann der Charisma-Probe plus 2 für dich, also erschwert um 2, weil so ein Elf lässt sich natürlich, so ein Zwerg lässt sich natürlich nicht von einem Elf reinholen. Also behauptet er zumindest. Ich würde es tatsächlich versuchen, aber ich finde dir noch ein Seil in den Hals. In den Hals. Ich glaube, Hals, Bauch, das kommt beim Zwerg aufs Gleiche raus. Das soll schon was heißen. An den Gürtel? Wir sind so ein bisschen rassistisch heute, ne? Bei euch, sagen wir es so. Ja, und dann würfel ich mein Charisma. Nee, nicht geschafft. Also er hat dir gerade ein Angebot gemacht, was ganz offensichtlich eher eine Beleidigung als ein Angebot ist. Ich ziehe mein Schwert, halte seitlich, so bei ihm auf Kniehöhe. Ich hab's mir anders überlegt. Ich hau. Hast du noch bessere Ideen? Der Goblin steht neben ihm. Gib mir das Artefakt. Ich mach es selber. Ich leg mir das Artefakt um. Du willst also den See dicht werden? Aber ich binde das andere Ende des Seiles bei mir umgebaut. Bleibt hier am Uferrand erstmal. Das sind nur 10 Meter, aber vielleicht ertrinke ich ja nicht. Ich weiß, ihr könnt den Elfen nicht ausstehen, aber haltet das Seil fest, bitte. Du gehst einfach, bitte? Ja. Ich bin Zwerg. Wenn ich jetzt nach den Angros Kinder gehe, ist ungefähr auf Größe 1. Wir spielen DSA 1. Das heißt, Zwerge sind sehr, sehr schwer. Das heißt, es gibt Angros Kinder noch nicht, das Buch. Zwerge sind sehr, sehr schwer. In meinen Spielrunden sage ich immer, ich habe eine höhere Körperdichtung. Ja. Das kommt zu aber mit den Vorurteilen. So. Aber, ja. So. Sie sind ja aus Stein. Ich darf das. Du gehst also in den See rein. Ja. Du gehst ein paar Schritte. Du sinkst immer so ein bisschen in diesen Schlammboden ein. Ihr seht immer, dass er zuerst auftritt, das Wasser nur so etwa Oberschenkel hoch ist. Und wenn er dann fester drauf tritt, sinkt er ein bis zur Hüfte. Aber du geht weiter in den See hinein. Plötzlich spürst du ein Gefühl, als würde sich irgendwas um dein Bein schließen. Irgendwie etwas Weiches. Das Bein zu heben. Du hebst das Bein hoch und an deinem Bein hängt so eine
bläuliche, durchsichtige Masse. Und wenn du länger drauf guckst, merkst du, dass diese Masse sich an deinem Bein löst. Weg! Ich versuche das abzuschütteln. Wie weit ist er im See drin? Ich mach ganz kurz mal. Wie viele Schritte ist er schon gelaufen? Du spürst, dass du drei Schaden kriegen würdest am Bein. So. Eine RS also zwei? Eine RS also zwei? Oder zählt er nicht? Jetzt zählt er noch, in der nächsten Kampfrunde wird er nicht mehr zählen. Okay. Ich renn wieder weit. Er ist etwa 5 Schritte im See gewesen. Ich ziehe am Seil. Das war genau meine Idee. Ja. Können wir haben die gleiche Mutwert, also wir können gleichzeitig am Seil ziehen. Ja, okay, ihr zieht. Körperkraft würde ich sagen. Richtig? Ja. Stimmt nicht mit Charisma. Ja, vielleicht willst du das Seil überreden. 5, das heißt, ich habe 10 Punkte über. Körperkraft 15. Ihr zieht an diesem Seil und er fliegt nur so euch entgegen. Fällt genau gegen Nubo. Ist das blaue Ding immer noch an seinem Bein? Das hängt immer noch an seinem Bein. Ihr seht jetzt, dass da wirklich so, dass das nicht nur das ist, was sich an seinem Bein hochgezogen hat, dass da wirklich so ein riesen Schleimknödel unten dran hängt. Und in diesem Schleimknödel seht ihr so einzelne, einzelne Fischgräten und unter anderem seht ihr auch einen Stiefel, nicht seine. Brauchen wir einen Stiefel? So viel zu der Idee mit dem Amulett. Ich ziehe meinen Dolch. Du ziehst deinen Dolch, okay? Ja, nicht, dass die Kampfrunde neu anfängt, kann ich ja eigentlich noch nichts machen. Ich bin ja noch nicht dran. Bei Angrosch, jetzt werde er den See töten. Nun erlebt, tatsächlich. Ihr seht, by the way, im See jetzt auch so mehrere kleine blaue Hügel, die sich aus dem Wasser heraus erheben. Sind aber auch gallertartig durchsichtig. Ja, und es schmerzt ziemlich, muss ich noch hinzufügen. Ja, also wir würden jetzt eine Kampfrunde machen. Ich wollte gerade sagen, also jetzt sind eigentlich die Gegner wieder dran, nachdem wir beiden waren ja eben dran. Wenn oder? Die Gegner wieder dran sind, das blaue Ding würde wieder Schaden machen und deine Rüstung zumindest am Bein wäre weg. Dein Hosenbein wäre weg. Was interessant ist, weil der Stiefel ist ja noch erhalten geblieben. Und dementsprechend kriegst du 3 Schaden. Wenn wir noch einen zweiten Stiefel finden, können wir die Moonbrow anziehen. Also, es ist was Stiefelförmiges. Ich glaube, ich brauche bald nur noch einen Stiefel, wenn es weiter so geht. So, ich war immer vorher dran, ne? Ja. Das heißt, ich nehme den Dolch und versuche unterhalb seines Fußes das Ding irgendwie durchzuschneiden oder zu stechen oder sowas. Wenn du es durchschneidest, fängt es an, sich so an deiner Schnittkante zu teilen. Und ja, du kriegst das Bein frei, aber jetzt sind da zwei Schleimknödel, die sich bewegen. Ein großer und ein kleiner. Ja. Also mir ist einfach nur wichtig, dass wir wegkommen. Ja, und dass wir sein Bein irgendwie freikriegen. Das heißt, für den großen Schleimknödel. In dem kleinen Schleimknödel steckt der Fisch, die Fischgräten. In dem großen steckt der Schuh. Der Stiefel. Aber bei mir am Bein ist jetzt nichts mehr dran. Doch, der kleine. Aber der ist viel leichter und kann viel weniger ziehen oder sowas als der große. Das war die Idee. Der große, der zieht sich auch jetzt langsam zurück. Was machst du? Ich ziehe mein Schwert und gucke dann zu, wie sich dieser Schleim da gegenschleimt. Ja, ist noch der Kleine an seinem Fuß. Ne? Bein weniger. Ich hau zu. Mach es.
gerade, das ist ein Schwert, das heißt, es hat zwei Seiten Klingen. 18. Wo hast du hingezielt? Ich habe versucht, so vor seinem Bein auf den Köbel zu schlagen. 60 Euro. Ja, so du haust eher wirklich ganz vor ihm vorbei. Es war kein 20er. Glück gehabt! Komm, Box! Ist das Vieh jetzt dran oder bin ich dran? Nee, du hättest eigentlich vorher schon dran sein müssen sogar. Ja. Wir haben dich übersprungen. Ja, dementsprechend bist du jetzt. Ich versuche einfach nur meinen Fuß zu schütteln, dass das Vieh von mir ablässt vielleicht. Wenn ich da geschicklich bin. Du kannst Körper kaufen. Wenn es sein muss. Körper da. Du legst da so einen Tanz hin. Aber das Vieh lässt nicht los. Und das Vieh würde auch wieder Schaden machen. 6. So, parieren oder sowas darf ich ja nicht. Nee. Das hängt ja an dir dran. Das hängt an dir dran. Du merkst langsam, dass du hier an der Stelle, wo es hängt, eine offene Wunde kriegst. Als würde so die Haut in der Zwischenzeit so die erste Schicht von Fleisch offen gehen. Das ist ziemlich ätzend. Wir haben kein Phrasenschwein. Jetzt bin ich nochmal dran. Ja. Okay. Doch, wir haben ein Phrasenschwein. Bitte hier rein. So. Gut. Du willst doch mit dem Geld loswerden. Kann ich versuchen, meine Hose auszuziehen? Das hängt an deinem Bein. Nicht an der Hose. Du kannst es tun. Willst du das? Ich kann dir helfen, also dein Bein auszuziehen. Wenn ich weiß, dass es nicht hilft, dann mache ich es nicht. Ich versuche mich weiterhin zu schütteln. Mädels, er macht keinen Zyklus. Noch nicht. Das ist DSA. Um ihn mal zu zitieren, das ist DSA 1. Da gab es noch kein BDV. Das ist kinderfreundlich, genau. Wobei, warte mal. Warte mal. Hast du mal eine Diebe gelesen? Ich wollte gerade sagen, da gibt's doch dieses berühmte Cover. Oder Silvanas Befreiung. Toll, da die Welt will. Also ich mach nochmal Körperkraft, oder? Um mich nochmal zu befreien. Aber diesmal geschafft. Wieder mit Körperkraft? Ja. Schüttelst wieder dein Bein so in den richtigen Moment, als du gerade so ausholst, fliegt dieser Schleimknödel bis zur Hälfte des Sees und dann ins Wasser. Aua! Gute Idee mit dem Amulett. Wenn ihr das Amulett habt, steckt es ihm. Ich werde nicht in den See steigen damit. Ich auch nicht mehr. Ich sage da nicht durchgehen. Nein, nein, nein. Ja, wie sollen wir da sonst denn kommen? Vielleicht schläft dieses Schleimmonster in der Nacht. Ich glaube, das hielt er jetzt für eine nicht so gute Idee. Wir hielten auch das andere für eine nicht so gute Idee. Ich glaube, dieses ganze an der Oberfläche leben bekommt euch nicht. Was willst du machen? Unter dem See durchtunneln? Ich werde alt genug, um das zu machen. Du nicht. Warum ihr nicht Baum fällen oder schwimmen? Nein. Bäume fällen, das ist doch. Das klingt nach einer guten Idee. Würde meine Familie jetzt Beile benutzen, dann hätten wir etwas zum Fällen. Ja, aber wir haben uns ja dem Kurzschwert verschworen. Ja, stimmt. Jetzt wäre ein Wurfbeil sehr hilfreich. Wer benutzt denn Wurfbeile? Feiglinge. Ja, eben. Wir
könnten vielleicht, wie elastisch sind die Räuber am Ufer? Wie elastisch die sind? Wie elastisch sind die Bäume? Wieso muss ich jetzt an Monkey Island denken? Ja, sowas in der Art. Ah nein, das war Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Sag mir, was du vorhast, ich sag dir, ob es funktionieren würde. Ich möchte ein Objekt zum Fels katapultieren. Ein Objekt. Erstmal ein Objekt. Für eine sehr weite Definition von Objekt, nehme ich an. Einfach weil es so geil ist. Wir werden alle sterben. Ihr findet so eine richtig junge, noch im Saft stehende Esche. Mhm. Gummipalme? Nicht Esche, Eibe. Eibe. Sehr gut. Diese Art von Bäume ist besonders elastisch. Das heißt, mein nächster Plan, haltet euch schon mal die Hand vom Kopf bereit, ist... Das Schwert ist schon halb gezogen. Lubro darüber zu katapultieren. Und dann? Und dann er kennt die Leute nicht, deswegen ist er so ganz entspannt. Am Felsen. Und dann sind wir dran. Dann bleibt aber irgendeiner hier. Ihr könnt doch ohne mich da den Berg auskundschaften, oder? Anderer Plan. Du willst jetzt stiften gehen. Ihr katapultiert mich zuerst. Und der Gobo katapultiert den letzten von uns. Jetzt würde ich gerne nachlesen, ob alle Elfen Masochisten sind. Oder ob nur er einer ist. Alle waren. Wir haben 13 Meter lange Seile. Wir binden die alle zusammen. Haben wir 13 Meter lange Seile oder 13 Meter lange Seile? Das zweite. Hat der Elf gerade vorgeschlagen, eine Zahl 13 zu benutzen? Das ist doch eine ganz normale Zahl. Die kommt nach 12 und vor 15. Das lernt ihr noch. Ihr habt noch Zeit genug. Das Schwert bewegt sich schon wieder halb aus der Schwertscheide. Lasst ab. Es ist ein Elf. Und wir haben schon gemerkt, dass er nicht ganz bei Sinnen ist. Nun, und im schlimmsten Fall müsst ihr mich dann halt ganz schnell wieder an Land ziehen. Und wieder die Viecher von euch abschlagen. Ja. Also wenn ihr das jetzt machen wollt, es wäre eine Körperkraftprobe erschwert um. Also plus 2, um den Ast runterzuziehen, damit er genug Spannung hat, damit er jemanden schleudern könnte. Für den Flug braucht es eine Geschicklichkeit, um sich am der anderen Seite abzufangen und nicht im See zu landen. Also, ich suche mir einen Ast, der etwa so lang ist. So kein Stab, sondern so mit Verästelungen. Halte den hoch, sagt. Also wenn ihr schmerzen wollt, kann ich euch auch einfach hiermit auspeitschen. Ja, das aber geht das einfacher. Das bringt uns aber nicht zum Fels. Also, jetzt bin ich fertig mit meinen Ideen. Jetzt seid ihr dran. Also ich finde, Lubro hatte bisher die beste Idee. Und dass diese Idee von einem Goblin kam, hat einiges zu bedeuten. Er sagt einiges aus über uns. Ja, das mal kurz so angemerkt. Das war einer seiner ersten Vorschläge. Er ist aber der Elf, auf den hört man nicht. Ich hatte jetzt so verstanden, dass Lubro vorgeschlagen hat, wir fällen den Baum und er ist lang genug, um einfach drüber zu laufen. Ach so. Das wäre ja dann kein Floß, sondern eine Brücke. Gut, er hat den Floß gemeint, aber wenn du es so verstanden hast. Das ist die Frage, ob das überhaupt lang genug wäre. Wie weit ist denn das zum Fels? Das sind ungefähr 21 Schritte. 21 Schritte, da passt unser Seil sogar rüber. Passt auf! Ist da irgendwas bei dem Felsen, wo ich Bolzen ranschießen, Pfeil ranschießen kann? Das Felsen. Das
ist da irgendein Baum oder sowas, der da so groß war? Es ist Felsen, beziehungsweise aus Schütter bestehender Abfall. Ich habe keine Idee. Ich mache meinen Rucksack auf und schaue mich um, ob ich irgendetwas finde, mit dem man einen Baum fällen kann. Ja, doch, pass auf. Ich mach noch ohne den zu sagen, was ich mache, aber ich suche meinen Rucksack. Ich würde tatsächlich nochmal riskieren, dass ihr mich darüber katapultiert. Ich bin rüberkatapultieren ist so ein Schmerz. Relativ geschickt, eigentlich seid ihr wahrscheinlich noch ein bisschen behendeter als ich. Aber ihr macht es wahrscheinlich nicht. Traut euch nicht. Deshalb würde ich das unternehmen. Ihr katapultiert mich rüber mit dem Seil. Und dann könnt ihr euch am Seil entlang hangeln. Und ich mache das Seil dort irgendwo fest. Müssen wir den Baum nicht erst mit einem Seil nach unten ziehen? Nein, das schafft ihr mit der Hand. Oder mit einem anderen Seil. Der Spieler, das weg, los, wir lassen uns blöde Ideen einfallen. Das machen wir auch, während der da ist. Von daher. Also ich glaube immer noch nicht, dass das funktionieren wird. Ja. Versuchen kann es. Mindestens einmal. Wenn du unbedingt. Man kann auch gegessen. Man kann auch schwarzen Lotus nehmen. Einmal. Ihr diskutiert jetzt schon eine Weile, also für einen Plan bitte jetzt entscheiden. Wie oft von den 11? Jawohl. Oh, ich hab nicht gewürfelt. Er will es unbedingt so. Also Körperkraft 2, den Baum anspannen. Also Körperkraft können wir beide würfeln. Ja? Ihr könnt es euch aufteilen. Und so der Goblin sogar. Dann, also ich hab's nicht geschafft. Geschafft, also ziehst du runter, puing, geht alleine wieder. Ich hab's um einen verkackt. Mit dem ja, wahrscheinlich fliege ich diesmal nicht weit. Nicht mal. Ja, lass es uns gemeinsam machen. Also an den Bauch ziehen, zusammenziehen. Und das Seil habt ihr festgeknotet, oder? Das ist richtig. Nicht, dass ich da ohne dem Seil dann drüben bin. Ey, warte, wir ziehen den Baum jetzt erstmal runter, dann musst du draufsteigen. Ach so. Also du kannst das Seil auch festknoten. Ich stelle mir das jetzt genau andersrum vor. Wir haben das Seil an dem Elf festgemacht, aber das wenn du das festknoten willst, machen wir Geschicklichkeit. Ansonsten, Lupo hält dir schon das Seil hin. Ja. Also er wird schon so anfangen, so. Um die Hüften das zu legen. Ist okay, also wenn ich dem das zutraue, ich weiß es nicht. Traust du ihm das zu? Ich würde sagen, du musst wissen, ob du ihm das zutraust. Wir ziehen derweil an der Palme oder an der Eibe oder Esche. Die einzige Palme im Mittelreich. Entschuldigung, ich habe dieses Bild aus Indiana Jones und das Schicksal von Atlantis im Kopf, wo man da an der Palme so Kugelbaumäßig die Schlucht überquert. So, dann jetzt. Ja, das ist doch mal was. Jawohl, geschafft. Also was machst du mit dem Baum runter? Genau, wir ziehen den Baum runter und halten ihn so. So, das Seil ist an unserer Seite festgebunden, oder? Hast du das gemacht? Dann mach ich das jetzt. Deswegen meinte ich, wir schießen den gleich rüber und 11 samt Seil fliegen so schön durch die Luft. So, den sind wir los, nicht nein. Und das andere Ende bin ich dann bei mir. Und dann kommt das Seil so bei uns. Ich hab das Seil, und dann kommt ihr. Wirf mir das Seil zu! Nein, und das andere Ende bin ich bei mir im Bauch und dann kletter ich schnell auf die Palme, die die anderen heruntergezogen haben. Entschuldigung, es ist Eibe. Schuld. Ja. Ich bin schuld wegen der Palme. Die Palme in Nostria, Andergast, keine Ahnung, Waldwirbel ist. Und jetzt, ich gucke, ob ich in die richtige Richtung fliegen würde. Okay. Loslassen! Und in dem Moment, also ihr lasst los, fliegt los und ihr hört nur, also du fliegst durch die Luft und du musst das jetzt eine Geschicklichkeitsprobe machen. In der Zeit. Keine 20?
Du kommst drüben an, stolperst rückwärts und landest so mit deinem Rücken im Wasser, aber bist am Ufer. Das Schöne ist, in die Erde. Ihr hört und seht einen kleinen Rotpelz, der am Seil liegt. Verdammt. Und so etwa mittig im Wasser landet. Also ich versuche da erstmal ganz schnell hochzuklettern und. Und ihr seht auch schon diese drei Schleimknödel. Auf ihn zu schwimmen. Die sich langsam auf ihn zubewegen von drei Seiten. Kann ich mit dem Seil möglichst schnell den Fels hochklettern, damit wir das Seil spannen können und er dann über dem See schwebt? Das wäre Geschicklichkeit oder eine gelungene Körperkraft. Dann nehme ich trotzdem die Geschicklichkeit, obwohl dem mein letzter Wurf war. 11. Ich hab gut. Du musst das Seil doch eigentlich bloß schnell genug spannen, damit es den Also du kletterst diesen Felsen hoch und Seil spannt sich, soweit es geht. Ihr habt ja 30 Meter verwendet und dementsprechend kommen unter ihm diese Schleimknödel bilden jetzt so ab, Fangarme, die versuchen noch ihn zu greifen. Schnell! Aber er ist hoch genug, dass er das nicht rankommt. Lupo, komm! Bisschen schneller, wenn es geht. Und schon hat er Stein unter den Füßen. Ich ziehe so kräftig ich kann, damit das Seil schon bleibt. Ich müsste mal eine kleine Biopause machen. Spielt ihr weiter? Oder macht ihr Pause und schneidet es raus? Ich hätte jetzt kurz gesagt, wir machen jetzt gleich eine Pause. Ihr kommt. Was würdet ihr jetzt machen? Rüberklettern? Ja. Aber davor binde ich da das Seil irgendwo fest. Ja. Das Gewicht von denen halte ich nicht fest. Findest einen großen Stein, an dem du es festbindest. Okay. Ein richtiger Felsen, der da rauskommt aus diesem Geröll. Und ihr klettert rüber, macht einmal eine Geschicklichkeitsprobe zum Klettern. Oh Gott, ja. Ich mit meiner Geschicklichkeit. War ja klar, ich schaff's nicht. Ja, du fällst runter. kurz beschreiben, wie wird in die Regel? Ich rutsche ab! Alvin, was machen wir jetzt? Haben wir einen Plan B? Nein! Guck mal! Nochmal zurück! Guckt sich um, nimmt das Seil von den Felsen und schiebt das Seil wieder an die Spitze zu laufenden Ende von den Felsen, sodass das Seil jetzt wieder runterfällt auf den Boden. Holen hoch! Ich nehme das Seil und laufe los. Einmal Geschicklichkeit oder Körperkraft. Beides. Hätte ich. Okay, dann ziehst du das Seil wieder hoch und hast du dich festgehalten? Ich war kurz davor abzurutschen. Und dann, du bist jetzt, weil das Seil entspannt war, ins Wasser gefallen und jetzt kannst du wieder, jetzt stehst du erstmal und kannst besser greifen. Auch jetzt sind wieder diese Schleime um dich. Das dauert ja eine Weile, bis das Seil wieder gespannt ist. Schleime kommen näher. Beeilt euch! Dann wird das Seil wieder gespannt und du kannst weiter rüberklettern. Ihr kommt drüben an. Ihr kommt aus oben am Berg an diesen komischen Aufbaute an. Und damit machen wir jetzt mal eine kurze Pause, bevor wir dann in den Tempel reingehen. Genau, wir gehen in die Werbung. Genau bei der Hälfte, dementsprechend können wir kurz was essen. Wir haben noch gar nichts gegessen heute. Ja. Jo, dann sehen wir uns nachher.